Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück. Jo, mittlerweile sehen wir ganz vernünftig aus. Wir gehen mal direkt rein, würde ich sagen. Und ein paar Klamotten fehlen noch, Oberteil fehlen uns noch, beziehungsweise wir haben tatsächlich sogar eine Armeejacke, die ist allerdings leider für das Gebiet, wo wir uns momentan aufhalten, viel zu warm. Sonst hätten wir da noch zusätzliche Slots, aber die letzte Folge lief ja bombig. Holla, die Waldfee, haben wir Items gefunden. Besser wäre nur ein gelber Schraubendreher gewesen, aber das wäre nur in die Kirsche gewesen, glaube ich. So, wir haben Nacht 3 Ruhmpunkte. Ich würde das Ganze mal so laufen lassen, weil es ja immer mal wieder hieß, wir können auch die Nacht gerne mal so spielen. Es müsste Respawn da sein, das werden wir jetzt auch einmal nutzen. Wir werden einmal oben das Auto looten, damit wir ein bisschen Metallschrott kriegen. Wir werden dann zurück zu unserer alten Stadt laufen, dann nochmal die Garagen durchgucken. Idealerweise finden wir einen Wagenheber, damit wir das Motorrad, was hier hoffentlich noch an der Seite rumsteht, nämlich notfalls nutzen können. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da sehe ich was. Hallo? Okay. Ich bin der Meinung, eines völlig voll durch den Kopf geflogen, aber okay. Ist auch gut versteckt. Ah, da unten. Da unten. Auch noch ein schneller natürlich. Yes. Die Ausbeute ist gut an Metallschrott. In die Garage gucken wir, glaube ich, auch mal rein. Ist ein bisschen zu dunkel, oder? Oder geht's? Ich hoffe, es geht für euch. Aber ich würde gerne mal wieder eine Nachtfolge aufnehmen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr von Nachtfolgen haltet. Hier hatten wir auch einen mega geilen Loot das letzte Mal drin. Ob ich gerne mal Nacht drin lassen soll oder ob wir auf Tag wieder wechseln, damit ihr einfach mehr seht. Ich... im Rucksack schon wieder. Boah, brauchen nicht wirklich. Wir haben den schönen Luxus eines Wanderrucksacks. Ja gut, jetzt spawnen sie. Und wenn da ein Wagenheber drin ist, ist da ein Wagenheber drin. Da ist kein Wagenheber drin. Aber ein Metallschrott. Ah, es sind mehr wie einer. Wir sollten das Weite suchen. Einer kommt. So, wir müssen zu unserer alten Stadt, beziehungsweise Metallschrott bolzen. Kriegen wir die Pfade fertig? Ah ne, uns fehlt der Nagel, der eine. Uns fehlt dieser eine Nagel. Den wir an der Werkbank herstellen können. Drüben wäre eine Werkbank, da können wir den einen Nagel sogar herstellen. Wir laufen mal wieder in unser anderes Dörfchen. Da haben wir eh noch die Kisten stehen. Wir müssen dann das irgendwie mal rüber transportieren und so weiter und so fort. Das können wir aber bei Gelegenheit machen. Das passiert jetzt tatsächlich nicht so sehr. Das hat ein bisschen Zeit zumindest. Pack den mal wieder auf die 1, danke. Wir laufen jetzt erstmal rüber in unsere alte Stadt. Werden da mal ein kleines bisschen looten. So ist es mega hell tatsächlich. Nur ab und zu hast du mal so dunkle Ecken. Der Ozean mega dunkel. Kleines Schiffswrack neben uns. Atmosphäre, schon geil. Irgendein komischer Typ labert Dinge in sein Mikrofon, die keine Sau interessieren, aber er macht trotzdem weiter. Seltsam, seltsam. Schwimmen übrigens wäre eine scheiß Idee, da kommt ein Hai. Und frisst einen. Dann hat man so ein kleines Minigame, wo man den entkommen kann. Ich glaube, man muss F auch dauerhaft F drücken. Ähnlich wie es bei einem Razer ist. Nur ist der Hai ja deutlich unangenehmer, weil eben Wasser und so weiter. Mal abgesehen davon, dass das Schwimmen in dem Spiel... Es gibt schöne Ringe in diesem Spiel, wie Schwimmen gehen. Definitiv. Deswegen nicht so angenehm. Aber ja, ach so, apropos. Oh ja. Weil ich gerade an meine Schuhe gedacht habe, weil ich hier nasse Füße kriege, indem ich wieder durchs Wasser laufe. Die Schuhe müssen wir reparieren. Wir haben momentan nicht so viel Ersatz. Deswegen, die sind essentiell wichtig. Genauso wie natürlich der Wanderrucksack. Der Köcher ist auch nicht schlecht. Wobei, wir gucken mal auch natürlich zur Tankstelle, wenn wir Glück haben. Gut, einen weiteren Wanderrucksack bräuchten wir jetzt tatsächlich erstmal nicht. Aber alles andere wäre natürlich geil, wenn wir finden würden. Beispielsweise, was weiß ich, militärische Köcher. Hauptsächlich geht es tatsächlich um einen Wagenheber, was eigentlich
gut machbar sein sollte, aufgrund der Menge an Garagen, die wir haben. Aber hätte, könnte, sollte. Metallschrott bräuchten wir auf jeden Fall. Ausdauer brauchen wir auf jeden Fall. Platz brauchen wir auf jeden Fall. Wasser hatten wir auch gefunden das letzte Mal. Essen haben wir noch ein bisschen was, beziehungsweise es gibt hier massenweise Palmen, wo Datteln dran wachsen. Also da haben wir nicht wirklich ein Problemchen. Ein kleiner Spaten. Hier können wir, wie gesagt, den Nagel auch notfalls herstellen. Aber dann fehlt uns wieder ein Metallschrott. Es ist momentan gehüpft wie gesprungen. Irgendwas fehlt uns immer. Da liegen Streichhölzer. Oh, für Bode. Wenn man es gesehen hat, aber ich hoffe, man hat es gesehen. Oder hinten gibt es, glaube ich, noch eine kleine Garage. Da sind wir, mal beinahe draufgegangen hier in der Häuserecke. Aber hier ist noch so eine Mini-Garage. Ich fahre denn gerade mit dem Dirtbike. Aber nicht so, da schon wieder. Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache wieder nur so eine Zwischenaufnahme. Schraubendreher, nice. Hier hinten in der Mauer muss einer sein. So, die Geschwindigkeit sollte durchaus machbar sein, ohne dass die uns hören. Okay. Ist das neu, dass der sowas machen kann? Sieht auf jeden Fall cool aus. Der Dude. Oh moin. Naja. Ist egal, wo wir hintreffen, war ein Dünner. Treffen sollte man allerdings. Wäre eine Maßnahme gewesen. Eine Rager-Tür. Die wäre zwar ein Tausender, wäre das aber mega. Also, kannst nicht mitschleppen. Oh, nett. Bolzen. Bräuchten Metallschrott wäre besser wie alles andere tatsächlich. Problem ist, an der Stadt hier ist tatsächlich, dass wir keinerlei Autos haben, keinerlei Autosfracks haben und dadurch keinen Metallschrott haben in dieser Stadt. Also keine natürliche Vorkommensquelle, zumindest für Metallschrott. Was ein bisschen doof ist. Auch kein Wagenheber, schade. Das müsste Stoff sein, was da rumliegt. Das ist schon mal schlecht. Bar können wir noch abklappern. Wir brauchen noch Bargeld, damit wir tanken können. Auf den Tischen hier kann übrigens auch alles mögliche an Zeug liegen. Unter anderem Compoundbögen, Waffen und so weiter und so fort. Pastinake. Ich habe keinen Platz mehr? Doch. Ne, ein Kilo, ein Kilo. What? Wir haben keinen Platz mehr. Wieso schleppen Steine mit mir rum? Weiß das zufällig... Oh, Knoblauch. Weiß das zufälligerweise jemand? Ich glaube, ich wollte irgendwas craften. Ein Dosen... Nee, kein Dosenöffner. Eine Zwiebel. Wie sieht es nahrungsmäßig aus? 66. Das ist okay. Komm, mal hauen wir uns mal eine Zwiebel rein. Wir haben 4 Ruhmpunktchen. Nur immerhin. Wir müssen gleich mal unser Loot wegbringen. Aber wir sind ja schon praktisch auf dem Weg dahin. Ein Küchenmesser, noch ein Küchenmesser, noch ein Küchenmesser. Da sind nochmal 2 Schränke. Noch ein Küchenmesser. Tag der Küchenmesser heute. Oh ja, Limo. Sehr gut. Wir haben nämlich ein Wasserproblemchen. Das hier runter. Dann kann das Limo noch hier rein. Kein Geld auf dem Tisch. Naja, Bier bringt uns nicht viel. Bier entzieht am Ende auch wieder nur Wasser. Bier ist leider nicht das Wahre in diesem Spiel. Metallschrott können wir finden, auch in Müllhaufen, aber tatsächlich relativ selten. Lumpen. Wir bräuchten mehr Metallschrott. Bolzen. Bolzen haben wir recht viele. Ah ja, ein Haufen. Okay, hier kommen wir gleich nochmal hin. Das lohnt sich zumindest auch. Ein Bolzen schon wieder. Nagel wäre besser wie Bolzen. Leider finden wir nur dauernd Bolzen. Unser vielleicht Dirtbike. Wobei mit ziemlicher Sicherheit. Eine Stoßstange für einen Volkswagen-Stoß. Ein Metallschrott. Nice. Boah, schon wieder. Okay, wieder ein Bushman. Holla. Pack das mal hier rein. Achso, es geht nicht. Pack das mal hier hin. Das dahin.
Den Metallschrott packt mal da unten rein. Die Angelsting packt mal da unten rein. Das Bushman packt mal hier hin. Eine Wolfswagen-Stoßstange und schon wieder ein Bushman. Eine Bleiplatte. Spinat essen. Können wir uns erstmal alles reinziehen. Alles, was uns irgendwie nach oben hält, ist okay. Bogenschießen, 100% Experte. Na, immerhin. Na, immerhin. Momentan fallen unsere Werte ein kleines bisschen wieder. Wir sind mittlerweile auch bei Stärke 3,7. Das ist gar nicht schlecht. Spinat, Magen ist ein bisschen voller. Fühlt sich der Charakter gleich besser. Wasser ist bei 97%. Einwand fry. So, Spinat. Die Bleiblatte nehmen wir mit auf jeden Fall. Die werden wir später brauchen dann zum Craften. Für Muni. Komm, gib mir einen Wagenheber. Gib mir einen Wagenheber. So, erstmal zu unseren Kisten. Dann hoffen wir mal, dass wir einen Wagenheber kriegen. Vielleicht in der Tanke. Schauen wir mal. So, Axt. Holztruhe. Holztruhe, Holztruhe, Holztruhe. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das ist aufgefüllt. Das ist Baumaterial. Essen. Noch mehr Baumaterial. Noch mehr. Die Dinger sind eigentlich schon Verkaufsmaterial. Bisschen Essen. Das kann weg. Das kann weg. Das Bushman kann weg. Ein paar Schrauben, die haben wir schon. Also es wird sich irgendwann auch lohnen oder anbieten, dass wir eine Polizeistation tatsächlich machen, wenn wir noch ein paar haben. Vielleicht sollen wir mal ein paar Zombies auseinanderlegen. 7 und 12, das ist nicht mehr die Menge, aber wir haben noch welche. Gut, dass ich was vorbereitet habe. Okay, wir haben jetzt hier noch die Garage. Den Lebensmittelladen muss auf jeden Fall noch mitnehmen. Da vorne sind zwei Autos, da kriegen wir Metallschrott her. Aber dann triggern wir die halt die ganzen... Eine Laterne, okay. Interessant. Dann triggern wir halt die ganzen Zombies in der Polizeistation leider. Aber das sind die einzigen zwei Autos praktisch, die wir haben. Wo wir Metallschrott herkriegen. Ich glaube, das werden wir machen müssen. Dann können wir uns einen Nagel herstellen. Also machen wir am Ende. Da können wir uns einen Nagel herstellen. Und mit dem Nagel können wir dann halt unsere Fahne schon mal bauen. Das wäre nicht schlecht. Okay, dann einmal runter Richtung Docks. Die Docks bei Nacht. Die Holzpfeile fliegen natürlich nicht exakt gerade. Die Apotheke können wir wieder mitnehmen, wegen dem Antibiotika. Wenn wir jetzt hier übrigens nichts finden sollten, ich werde jetzt den Teufel tun und wieder zurück und hin und her und hin und her und hin und her laufen. Da ist nichts, sehe ich zumindest. Wir werden dann versuchen, mal nach oben zu kommen. Das heißt, hier rauszulaufen, hier rüber Richtung Hauptstadt tatsächlich vielleicht sogar zu kommen. Ob wir da irgendwie einen Wagenheber finden, einen DAO vielleicht sogar schon finden und so weiter und so fort. Auch mit unserer jetzigen Ausrüstung, nice Wasser, können wir auf jeden Fall schon so weit kommen, damit wir in der Stadt über... What? Yes! Alter, was das? Premium hoch 10 Loot in der Tanke. What? Das ist alles, was geil ist. Die Dinger geben mega viel Kalorie... Energie, 46, waren das nicht mal mehr? Die haben ja viel mehr Energie gegeben, aber die Dinger sind cool zum Energieleveln. Wir haben Wagenheber und wir haben Elektro-Repair-Kit mit 100 Aufladung, wie geil. Elektro-Repair-Kit ist mega selten. Hüfttasche, auch schön. Ist mega selten, Elektro-Repair-Kit. Schwitte die Schuhe. Ja, die können wir aber behalten und verkaufen zumindest. Aber wir haben den Wagenheber. Gut, Mission steht. Mission für jetzt steht auf jeden Fall. Wir haben die Tanke, wir haben Benzin. Wir müssen ein paar Flaschen leer machen. Ist nicht das große Problem. Ah, guck mal, wir kriegen Sonnenaufgang. Wir haben Wagenheber. Jetzt ist die Frage, bauen wir die Karosserie ab? Ich weiß nicht, wie groß die Karosserie ab. Oder bauen wir das Hinterrad ab? Das Hinterrad hat gefehlt und die Batterie hat gefehlt. Ich glaube, wir bauen das Hinterrad und die Batterie ab. Bei dem, was wir hier haben. Dann brauchen wir aber auch Benzin. Stimmt. Dann holen wir mal schnell Benzin. Wir haben $370 im Moment an Bargeld, das wir in Benzin investieren können. Ist da Benzin drin in dem Generator? Prüfen. 5,7%. Na, immerhin. Boah, ist der ist kleiner geworden, oder? Der ist viel kleiner geworden, der Generator. Okay, wir brauchen das Ding hier. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir brauchen... Was brauchen wir noch? Wir brauchen irgendwas... Das hier wären 10 Einheiten, wenn wir das auskippen. 5 Einheiten für das hier. Für das Wasser.
Wasser auskippen. Gut, wir haben zwei. Das sollten wir schon mal essen. 5 Einheiten für Limettensaft. Schade, dass wir nichts Angebrochenes haben. Alle Dinger, die wir haben, sind voll. Ich gieße ungern Wasser aus, wenn wir noch keinen, also noch nichts haben eigentlich. Okay. Reifen. Dann machen wir hier Benzin rein. 5 Einheiten Benzin. Wie weit komme ich damit? Nicht weit, glaube ich, oder? Na ja, gut, wir müssen nur bis hier hinfahren. Mit $370 Benzin komme ich übrigens auch nicht so weit. Das ist keine Tankfüllung. Das ist keine Tankfüllung voll. Oh, im Gebäude. Ich glaube, der ist jetzt hier wahrscheinlich reingepackt. Nach wie vor in Gebäuden sollen nicht wirklich was vorkommen übrigens. Benzinkanister wäre cool gewesen, aber gut, wenn wir keinen haben, haben wir keinen. Aber alles trinken. Na gut, wir sind bei 105 Wasser, aber wir müssen ein bisschen öfters pinkeln. Ja, wir müssen eh pinkeln. Okay. Aber wir holen jetzt erstmal das Dirtbike hierher. Ja, gerade gespawnt oder was? Da, auch schon wieder. So, Wasserflasche mit Kraftstoff befüllen. $23. Die Frage ist, wie weit wir damit kommen. Aber da ist jetzt 4... Hä? Hallo? $4. Ja, mach voll das Ding. 5. So, wir haben 5 Einheiten Benzin. Wir haben Wagenheber. Dann gehen wir einmal holen. Treffer. Die Frage ist, ob wir die Kirche hochgehen sollen. Lohnen können sich's? Lohnen könnte es sich. Dann gehen wir die Kirche schnell nochmal rein. Gucken wir mal schnell, was wir hier noch haben. Nichts und nichts. Mit nichts und wieder nichts. Ein Faden schon wieder. Okay, mit Faden kann ich echt Leute tot prügeln. Kein Compound-Bogen. Das ist schade. Ein Armbrustbolzen. Geil. Na, immerhin. Das sind halt praktisch die einzigen Waffenspawn-Punkte, die wir haben momentan. Moinsen. So, die haben wir wieder. Die Apotheke lassen wir mal schnell aus. Das Dirtbike hat Priorität. Der Apothekenloot, das Antibiotika wäre nett, wenn wir eins haben, ist aber jetzt nicht mega wichtig. Zumindest. Wir haben jetzt so eine Hüfttasche, das ist ganz cool. So, dann setzen wir mal einen Wagenheber an. Die Batterie bräuchten wir, die Karosserie bräuchten wir. Wobei die Batterie ist optional. Das Dirtbike geht auch ohne Batterie. Okay. Dann, hey ho, let's go. Nehmen wir das Ding mal in die Pfote. Fahrzeug, Wagenheber anbringen. Okay, Karosserie, Hinterreifen, Rad hinten. Service wenden, Hinterrad von Gelände, Motorrad entfernen. Gut. Hinterrad haben wir. Motor, Batterie entfernen. Cool, die ist tatsächlich neu. Wie niedlich. Leer. Ah, guck mal, hier Hellrider. Hier sieht man, was man optional anbringen kann teilweise. Okay, Schutzblech und den ganzen anderen Rest können wir dann später machen. Okay, Kraftstoff ablassen. Kraftstoff ablassen, Service beenden. Kraftstoff aus dem Behälter einfüllen. Service beenden. So. Hier rüber. Okay, jetzt flitzt man hier schnell nochmal durch. Ah, schade. Wir bräuchten ein bisschen mehr Bargeld. Ah, können wir auch mal mitnehmen. Mikro will nicht. Wanni ist wer weiß wo. Nochmal Wasser. Okay, geil. Ich habe nicht gesehen. Hä? Okay. Übrigens, neue Option.
wenn du uns suchen musst. Neue Möglichkeit, die es jetzt gibt tatsächlich auch in Scum, ist es, den Puppets Lebenspunkte, also die Lebenspunkte der Puppets zu erhöhen. Wobei es aber immer gleich bleiben wird, dass dünne Puppets weniger Lebenspunkte wie dicke haben. Aber man kann jetzt die Lebenspunkte tatsächlich bei der Server-Option einstellen für die Puppets, also mit Multiplikator versehen, dass die Puppets mehr aushalten. Finde ich tatsächlich jetzt erstmal so für unseren Server relativ... das war was? Bitte was? Wieso kommen 5, 6 Puppets auf mich zugerannt, ohne Hordenschrei, ohne alles? Shit, 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 shit. Ist halt nicht wirklich was, wo ich die abhängen kann. Nein! Warum kommt eine Horde? Verdammte Arg, 600 minus. Müssen wir ja machen, aber was anderes bleibt uns so übrig. Zufälliger Sektor-Spawn. So eine Scheiße! Ich brauche meine Leiche. Oh, das kotzt an. Warum? Wo kam die her? Natürlich. Weiter weg geht nicht, oder? Fall im Verstrahlten. Bist du bescheuert? What? Okay, da lasse ich mich fahren, glaube ich. Ganz ehrlich, das macht ja gar keinen Sinn. Allmächtiger, was für... Wie bescheuert war das denn? Das hat ja nicht mal Sinn ergeben, großartig. Hier kam eine Horde. Ohne... Alter. Wir haben sie fast noch besiegt bekommen. Mir ging die Ausdauer aus. Beziehungsweise es war halt nichts da an Büschen und so weiter, wo ich mich verstecken konnte. Die sind mir ewig hinterher gerannt. Und dann zwei Hits und tja, tot. Mehr oder weniger. Oh, ist das bescheuert. So, ich gehe mal kurz in Discord und lass mich, glaube ich, rüberfahren. So, kleinen Moment. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe meinen Stuff wieder. Ich habe jetzt vergessen, zu spät auf die Aufnahme zu rücken. Sorry dafür. Ich habe meinen Stuff wieder. Sie haben mich abgeholt. Und haben tatsächlich schon einen voll ausgebauten Ranger wieder. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Hi, Pepe. Ja, da ist es nochmal. Hallöle. Und ja, sie haben ja noch eine Tankfüllung reingehauen, einen kleinen Benzinkanister. Ich habe gesagt, sie sollen es bitte nicht voll machen. Das Ganze, das möchte ich dann machen. Wir werden jetzt einmal das Ding fertig bauen. Regen war nicht bestellt. Ja, der kann ich jetzt nichts für. 19 Pepe. Jojo. Unsere Spätzünder. Fahrzeug auf Wagenheber warten. So, jetzt schrauben wir das Reifchen ran. Und wir haben unser fast fertiges, fahrbares. Wie kann ich die Batterie anpingen? Gar nicht. Ach, weil die Karosserie drauf ist, oder was? Das ist ungünstig. Ich höre nämlich nicht, wenn ein Puppet kommt. Kraftstoff ablassen. Soll das beenden? Kraftstoff ablassen. Wie kriege ich die Karosserie von dem Ding runter? Reparier Dirtbite Body? Nee, ich will den eigentlich. Ich will den entfernen, Freunde. Reparier Dirtbite Chassis. Interessant. Weil ich kriege die Autobatterie logischerweise nur rein, wenn ich das Ding abgebaut habe. Was nicht geht. Ist mir zu heikel. Aber ja. Wir sind gerade schon draufgegangen wegen der blöden Horde. Ohne Hordenschrei, ohne alles. Mega nice. Service beenden.
Service beenden. Aber wie kriege ich da die Batterie rein? Einsteigen. Ja, okay, das geht, ist klar. Fahrzeug an fahren. Wagenheber anbringen. Kraftstoffbehälter. Service beenden. Ach, kann ich das vielleicht so? Untersuchen. Service beenden, Kraftstoff ablassen. Name eingeben, untersuchen. Das Problem ist, wir kommen da halt nicht ran. Weil logischerweise überall das Ding dran ist. Wie kriege ich die Batterie da rein? Da ist ja überall das Ding davor. Die Karosserie, die ich nicht abbauen kann, lustigerweise. Jetzt kann ich die Karosserie nicht abbauen. Muss ich vielleicht erst die anderen Teile abbauen? Dirtbike Fender entfernen. Oh, wir haben noch irgendwo ein Puppet hier in der Nähe. Ich glaube, die Karosserie ist was, was du nicht abbauen kannst, oder? Reifen könnte ich entfernen. Rad entfernen würde gehen. Wheel Front. Karosserie entfernen ist tatsächlich was nicht geht, glaube ich. Service beenden. Auch wenn ich dahin gehe. Untersuchen, Service. Das sieht schlecht aus. Ist wiederum gut, dass natürlich alle bereits wieder Fahrzeuge haben auf dem Server. Ich konnte jetzt eine ganze Zeit, wie gesagt, nicht spielen. Ich würde da gerne die Batterie einbauen, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Nee. Service beenden. Die eine Einheit macht jetzt nicht viel aus, aber hey. Okay. Fahren. Fahren. Danke. So, damit sollten wir nämlich schon mal ein bisschen weiterkommen mit dem Kraftstoff, den wir drin haben. Ist jetzt, wie gesagt, nicht die Welt, aber immerhin besser wie nichts. Zumindest können wir zu unserer Kistenheimer fahren. Wir haben jetzt leider kein Geld mehr auch. Ich möchte nur ungefähr in Richtung des Händlers kommen. Das würde schon reichen, damit wir uns Benzin holen können. Ganz bis zum Händler wird schwierig, glaube ich. Aber wir müssen auf jeden Fall zu unseren Kisten. Und dann können wir mal in die Richtung der Hauptstadt. Dann Richtung der Schloss oder der Burg auch. Ah, Dirtbike, wir sind mobil. Und das in der dritten oder vierten Folge, glaube ich schon. Nicht schlecht. Bin ein klein bisschen Hilfe, muss ich zugeben. Ich meine, wir hätten 5 Einheiten Benzin gehabt, wir wären vielleicht bis hier hingekommen. Danach wäre vorbei gewesen, glaube ich. Aber auch das immerhin besser wie nichts. Ich würde das Dirtbike mal hier draußen aber hinstellen, tatsächlich. Weil ich habe ein bisschen Schiss, wenn wir jetzt da reinfahren, dass wir gleich wieder eine Horde triggern. PP2. Nur das mit der Batterie ist ein bisschen doof. Oder wir haben sie dabei, da passiert erstmal nicht viel. Okay. Es ist, wie es ist. Das mit der Horde war strange auf jeden Fall. Wäre cool gewesen, wenn man noch irgendwie weiter weggekommen wäre, aber nicht machbar. Okay, Priorität hat es nicht die Basisbau, sondern tatsächlich erstmal ein grundfinanzielles Einkommen zu schaffen. Wir haben vor allem jetzt ein bisschen Minus gemacht, halt durch den Tod leider. Kohle ist weg. Kohle müssen wir wieder verdienen. $600 sind jetzt nicht mega viel, die uns fehlen, aber es fehlt. Irgendwo leider im Moment. Ah gut, wer kann auch ahnen, dass da eine Horde kommt. Vor allem weshalb auch immer. Aus dem Nichts, ohne Schrei, ohne alles. Also, keine Ahnung, seltsam, aber okay. Ist passiert. Ich habe noch mein Bestes gegeben. Aber es sollte nicht sein. Problem war, dass wir gehummelt hatten. Ohne das Hummeln wären wir noch mal ein bisschen weggekommen. Hätten noch ein bisschen was machen können, aber so leider war es nicht machbar. So, komm, gib mir noch irgendwas Cooles am Loot. Vor allem bin ich rein, weil ich nicht nass werden will. Wobei wir jetzt eh schon komplett nass sind. Ein Stift ist ganz nett. Vielleicht nur irgendwelchen, eine Maske oder sowas, was vielleicht 700 wert wäre cool. Aber es sieht schlecht aus.
Ja, einige Puppets. Handschuhchen. Bist du so schnell, oder was? Auf Treppen. Niemals auf... Willst du mich verarschen? Ja gut, ich komme hier nirgends aus dem Fenster raus. Außer da. Wieder eine Horde? Was zur Hölle? Okay, sie haben aufgehört zu rennen. Was zur Hölle ist hier los? Wieso kommen hier so viele Horden? Da wäre ein Fenster. Wieder draufgegangen und in B3 gelandet. Auf deinem Arm geht's bald besser. Danke dafür. Admin-Chat-Wanni, oder was? Wieso ist das grün? Hier müssen warten, bis die despawnen. Was irgendwann der Fall eigentlich sein sollte. Darüber komme ich nicht zufälligerweise. Ach, guck mal, man zieht sogar meinen Flackenradius. Krass. Ja gut, wie kommen wir jetzt hier weg? Ich meine, man hört, es sind viele ums Gebäude rum. Die anscheinend nicht despawnen wollen. Warum? Weil wir zu nah sind, oder was? Das Problem ist, wenn ich aus dem Fenster echte fallen, da unten brechen mir die Beine. Aber das wäre noch die bessere Option gewesen, wie alle hier irgendwie versuchen aufzuhalten. Das funktioniert, es sind zu viele. Mit einem Bushman kriege ich auch nicht bekämpft. Ohne Handfeuerwaffe bist du verloren. Aber warum kam jetzt die Rohr? Das macht ja nicht mal großartig Sinn. Außerdem haben wir da irgendwas verpfuscht. Schade, dass hier nicht im Schwellenstab stehen bleiben kannst. Dass mir noch auf die Mauer drauf kommt. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Guck mal, was mit der Horde passiert vielleicht. Aber wir wären mit zeitlich durch. Oder wir kommen doch noch weg. Schon mal einer weniger. Ich glaube, jetzt sind ein paar despawned. Ich habe weniger Schritte. Wobei, einige sind es noch, aber es könnte machbar sein. Wenn nicht alle getriggert sind, dürfte es gehen eigentlich. Können wir mal gucken, ob wir da noch was sehen. Alter, wie viele sind das? Okay, sie sind wieder nicht getriggert.
Geht nicht. Okay. Wir müssen uns hier rauskämpfen irgendwie, Freunde. Ein Stockwerk tiefer könnte ich rausspringen. Vielleicht probieren wir, ein Stockwerk tiefer zu kommen. Okay, wir haben wieder einen weniger. Das ist halt kein Zustand. Das ist ein Gebäude, wo du praktisch nicht entkommen kannst. Da außen. Lass sie das hören. Das haben sie aber auch angepasst. Dass du mit dem Bogen mehr Lärm machst anscheinend. Sehr unangenehm. Und die Horde, die spawnt nicht mehr. Früher war es so, dass du dich hingesetzt hast, egal wie nah die weiter dran waren, die sind despawned. Ich würde gerne wissen, wie viele es sind. Aber es sind Minimum 10, würde ich schätzen. Noch. Wir probieren jetzt mal ein Stockwerk tiefer zu kommen und notfalls aufs Fenster irgendwie rauszukommen, sonst hat das keinen Sinn. Es sind zu viele. Die schiere Menge macht es unmöglich, glaube ich. Okay. Folge geht ein bisschen länger. Na, gespannt, ob ich hier rauskomme. Ich bezweifle es irgendwie. Ist Nahkampf genauso laut? Ist hier ein Fenster? Da. Gut, da hochrennen ist jetzt nicht wirklich eine Option, aber hier brechen wir uns zumindest die Beine, wenn wir aufs Fenster rausspringen. Wir können höchstens versuchen, auf die Mauer hochzukommen. Das ist die beste Option, die wir haben. Wir gucken, dass wir die Mauer hochkommen. Hin aufs Häuschen notfalls drauf. Und idealerweise brechen wir uns halt nicht die Beine dabei. Okay, komm. Just for fun. Alter! Ich habe nicht so viele Pfeile, das ist, glaube ich, eher das Problem. Wenn wir hin Richtung Wasser laufen. Alter, sind das viele! Die meisten dürfen jetzt da unten drin sein.
Okay, hey ho, let's go. Beste Option, die wir haben. Gut. Ja. Geil. Es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis ich A, aufsteigen konnte und B, losfahren konnte. Ich blute ein bisschen. Wie viele das sind. Ich verarschen. Alter Verwalter. Okay. Oh, ein Hochstand. Gut. Horden sind scheiße. Wir hatten 10 Pfeile. Die Option ist nicht wirklich da gewesen, jetzt irgendwie groß alle wegzumachen. Wir brauchen mehr Pfeile. Wir brauchen mehr Pfeile. Oh. Zwei sogar, okay. Leider keine Waffe, aber zweimal Pistolenholz haben wir schon. Einwandfrei. Gut, ich logge mich mal hier aus, weil ich hier sicher bin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.